Einen schönen guten Morgen bei diesem herrlichen Spätsommerwetter in der Pfalz zu unserem heutigen Vortrag. Also wir haben heute wieder eine Veranstaltung, die wir als Hybridveranstaltung durchführen. Das heißt, Sie hier sehen den Vortragenden persönlich und der Rest vom Sofa im Wohnzimmer aus über den Bildschirm. Das hat sich sehr gut bewährt. Wir haben also jetzt 9 Zuhörer schon auf Wohnzimmersesseln. So, ich begrüße Sie zu der diesjährigen Vortragsreihe aus 6 Vorträgen von heute Oktober bis nächstes Jahr Ende März. Wir werden 6 Vorträge durchführen. 3 stehen auf dem blauen Zettel. Die anderen 3 dürften Sie das nächste Mal mitnehmen, wenn wir über den Luitpold sprechen. Den Herrn und die Dame vorne im Kettering, die haben Sie ja schon alle bewundert. Das ist 2 Mitarbeiter, ehrenamtliche Mitarbeiter des Herrenhofes, die sich bereit erklärt haben, hier bei uns während dieser Veranstaltung das Catering zu machen. Also bitte bedienen Sie sich da draußen, Sie werden sich freuen, wenn Sie alles loswerden, was Sie eingekauft haben. Wie gesagt, der Eintritt ist immer noch kostenlos. Dennoch bitten wir um eine Spende, um die rasant steigenden Kosten etwas abzufedern. Wir müssen hier auch die Heizung drosseln, damit uns die Kosten nicht über den Kopf wachsen. Ein Spendenschweinerl ist bereits unterwegs, wie mir Frau Futterer sagte. Oh, das sehe ich schon hier wieder unten ankommen. Ich hoffe, er ist gut gefüllt, wenn er hier unten ankommt. Herr Kelligkeit referiert heute zum Thema das militärische Scheitern der Pfälzischen Revolution 1848-1849. Ich glaube, es gab auch eine Badische Revolution zur gleichen Zeit und in Berlin auch. Und 1848 war ja auch ein großer Auslöser für Auswanderer nach Südamerika. Das weiß ich aus meiner Heimat. Am Ende des Vortrags können Sie Fragen stellen. Wir haben 3 Vorträge bis zum Dezember. Am 6. November geht es weiter mit dem Vortrag der Luitpoldkult, die Verehrung des bayerischen Prinzregenten Luitpold in der Pfalz von 1886 bis 1912. Ich glaube, das war sein Todesjahr. Vortragender wird Herr Roland Paul sein. Ich soll hier auch noch aufmerksam machen, dass heute eigentlich der Herrenhof ausgebucht ist. Im kleinen Getreidekasten, wenn Sie hier rausgehen, nach links, die Renaissance-Treppe hoch, ist eine sehr interessante und bemerkenswerte Fotoausstellung. Auch Eintritt kostenlos. Und hier unten in unserer Kunsthalle haben wir die Ausstellung zum 5. Mal von Herrn Dannhausen und Herrn Rudolf. Die ist auch bemerkenswert und sehr interessant. Die kostet allerdings Eintritt. So, Herr Kelligkeit, Sie dürfen. Tja, guten Morgen, meine Damen und Herren hier im Saal und ansonsten irgendwo, wo immer Sie auch sind. Pfälzische Revolution, militärisches Scheitern ist das Thema des heutigen Tages. Also wir gehen in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Allerdings müssen wir da eine Ausgangslage berücksichtigen und das ist Europa unter der Herrschaft von Napoleon. Im Prinzip könnte man noch etwas früher greifen, wo dann Napoleon noch nicht dran war, also ins späte 18. Jahrhundert, 1792, als die Pfalz besetzt wird und
die, falls dann später staatsrechtlich und die, falls später staatsrechtlich zu Frankreich gehört. Das kann man hier einigermaßen schön auf dieser Karte sehen. Sie sehen das Kaiserreich Frankreich, wenn Sie auf die Karte schauen, links. Sie sehen ganz rechts das Kaiserreich Österreich und in der Mitte sehen Sie denn die Rheinbundstaaten, die Schweiz, dann im Norden, also oben auf der Karte, Preußen und das Herzogtum Warschau. Und wenn Sie sich das so Revue passieren lassen, Kaiserreich Frankreich, dann sehen Sie, dass das offensichtlich am Rhein entlang geht und die Rheinbundstaaten also rechts des Rheines sind und offensichtlich gehört das Gebiet, das wir heute als Pfalz bezeichnen, zu dem Kaiserreich Frankreich. Die Franzosen hatten die Angewohnheit, ihre Verwaltungsgebiete in sogenannte Departements einzuteilen, machen sie heute immer noch. Und diese Departements nannte man im Regelfall nach Flüssen, nach Bergen oder sowas Ähnliches. Und so hat man dann das Gebiet, was die Franzosen auf der linken Rheinseite sozusagen bis 1814 ihr eigen nennen konnten, haben sie dann als Departement Donnersberg bezeichnet, Departement du Mont-Tonnerre, also nach dem höchsten Berg, der im pfälzischen Raum zu finden war. Wenn Sie vielleicht noch so nebenbei auf diese Karte nach unten schauen, dann sehen Sie, dass eigentlich die Pfalz damals entlang der Queich etwa endete, also zu Annweiler und Landau sind beim Departement du Bas-Rhin, also zu dem elsässischen Departement zugehörig. Die Sache sieht also etwas anders aus, rein geografisch. Ansonsten war für die Pfälzer alles neu, es kam eine neue Verwaltung, es kam ein neues Rechtssystem, auch das Wirtschaftssystem wurde verändert, aber zu beachten ist dabei immer bei der Wirtschaft, dass es einen gemeinsamen Wirtschaftsraum gab. Die Pfälzer konnten also in alle Himmelsrichtungen, mit Ausnahme vom Osten, frei exportieren oder ihre Waren verkaufen oder Waren einkaufen und das hat die Wirtschaft doch gewaltiglich gestärkt. Die Geschichte mit dem Napoleon hat natürlich rasch ein Ende gehabt in den Befreiungskriegen 1813 bis 15. Da wird die französische Vorherrschaft in Europa gebrochen und dieses Gebiet, das wir heute, wie gesagt, als Pfalz bezeichnen, das wird wieder aus dem französischen Staatsverband ausscheiden. In diese Zeit kommt auch die große Rückbesinnung in Deutschland auf eine glorreiche Reichsvergangenheit. Man erinnert sich an die Zeiten des alten Reichs. Und man entdeckt die Staufer, die Salier, alles Mögliche. Es kommt zu einem National- und Einheitsgedanken. Man will alle deutschsprachigen Länder vereinigen und man entdeckt dabei auch Deutschlands Landschaften, vor allem die deutsche Geschichte. Und in der Pfalz ist das ganz genauso. Denken Sie immer an den Friedrich Blaul, Träume und Schäume vom Rhein oder Samuel Christoph Wagner über die Pfalz am Rhein und so weiter. Das sind also alles Beschreibungen, die Geschichte, Geografie beinhalten und die sehr, sehr gerne gelesen worden sind. Und das Interessante ist natürlich, dass es ausgerechnet in dieser Zeit um diese Jahrhundertwende vom 18. zum 19. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts geschieht. Ich sagte vorhin, dass die Pfalz aus dem Kaiserreich Frankreich ausscheidet, dass die Pfalz nun eine neue Formation bekommt. Sie wird integraler Bestandteil des Königreichs Bayern. Dazu muss man dann immer sagen, die Bayern wollten das eigentlich gar nicht so ganz gerne. Die hätten lieber das Salzkammergut gehabt. Aber wie dem auch sei, Maximilian I., der König von Bayern, der veröffentlicht am 1. Mai 1816 das sogenannte Besitzergreifungspatent. Und er sagt, jetzt ist die Pfalz eben ein Teil dieses Königreichs Bayern. Wenn man das hier auf dieser Karte sich betrachtet, dann sehen Sie das Königreich Bayern, das ist das blaue Große und dann dazwischen, zwischen dem blauen Großen und dem blauen Kleinen auf der linken Seite, da liegt das Königreich Bayern, da liegt das Herzogtum Baden, da liegt Hessen. Also es ist eine Exklave, also weit entfernt vom Königreich Bayern und was Maximilian und seine Verwaltungsbeamten da vorfanden, das war ihnen, wie gesagt, nicht so ganz recht, weil sie ja doch lieber dieses Salzkammergut gehabt hätten.
und wie überrascht Sie vielleicht waren oder wie wenig Sie darüber nachgedacht haben, jemals dieses Gebiet hier zu bekommen, das können Sie daran sehen, dass man am Anfang überhaupt nicht so genau wusste, wie man das eigentlich nennen sollte. Und es gibt dann diese schöne Bezeichnung, immer von München aus geguckt, die Gebiete am Überrhein, also über dem Rhein, auf der anderen Rheinseite, also eine etwas seltsame Gebietsbezeichnung. Und erst Mitte des 19. Jahrhunderts wird man dann auf diesen Begriff Pfalz kommen. Interessant ist allerdings, dass die Bayern damals praktisch die Verwaltungsgliederung der Franzosen beibehalten haben. Sie sehen hier den Bayerischen Rheinkreis, so nennt man dann später, und später nennt man es Pfalz. Dieser Rheinkreis ist genauso organisiert, wie es das Département du Montonnerre war, also in der französischen Zeit. Und das Einzige, was hier etwas anders ist, ist die Tatsache, dass im Norden sozusagen alles fehlt, also in Richtung Mainz, also das heutige Rheinhessen, dass aber dafür im Süden das Gebiet um Bergzabern, Landau zur Pfalz hinzugekommen ist. Wenn Sie solche politischen Umschwünge innerhalb von ganz kurzer Zeit haben, dann gibt es natürlich gewisse Probleme. Man findet ja meistens, dass das, was vorher war, viel besser gewesen ist. Und so war es in der Pfalz natürlich auch. Man hat die französischen Errungenschaften eifrig verteidigt. Französische Errungenschaften, das ist die Einführung von gleichen Maßen und Gewichten. Denken Sie immer daran, dass im 18. Jahrhundert und auch in dem Bayern des frühen 19. Jahrhunderts noch diese alten, sozusagen mittelalterlichen Maße galten. Man hat mit Ellen und Füßen hantiert. Und jetzt in der französischen Exklave, sozusagen in der ehemaligen französischen Bereich, da hat man schon Meter, da hat man Kilogramm und Ähnliches mehr. Also eine Sache, die schon ganz interessant ist. Auf der anderen Seite gab es einen freien Wirtschaftsraum, und den hätte man auch ganz gerne gehabt, aber mit der bayerischen Exklave kommt es zu einer ganz interessanten Geschichte. In alle Himmelsrichtungen sind Zölle zu zahlen. Gehen Sie nach Westen, kommen Sie nach Frankreich. Gehen Sie nach Süden, kommen Sie auch nach Frankreich. Gehen Sie nach Osten, kommen Sie nach Baden. Und gehen Sie nach Norden, dann kommen Sie in die preußische Rheinprovinz. Das hat erhebliche Wirtschaftsprobleme nach sich gezogen. Sowohl die Einfuhr als auch die Ausfuhr der Güter war stark beschädigt, und das hat natürlich zu erheblicher Aufruhr geführt. Und Johannes Joost, der schreibt ein schönes Lied im Zusammenhang mit dem Hambacher Fest. Und das, was Sie hier auf dem Lied sehen, das ich hier Ihnen abgedruckt habe, da sehen Sie: Doch müssen wir noch allzu Bettlern werden durch den verdammten Zoll. Der Zoll- und Mautertrag ist Höllenbeute. Und dann zwei, drei Zeilen weiter: Ja, wüssten wir, wer schuld am Zoll nur wäre, am Zoll auf unseren Wein. Und da erkennen Sie relativ einfach an einem Lied, an dem sogenannten Winzerlied des Roten Fitz. Der Rote Fitz war ein Weingutsbesitzer in Bad Dürkheim und auch ein revolutionsgesinnter Bürger, ein Freigeist, der dann beim Hambacher Fest dabei war und dem man dieses Lied mit gutem Grund zuschreibt. Der sagt ganz deutlich: Durch den verdammten Zoll. Und Sie sehen also, dass es in den Jahren 1832, es beginnt eigentlich schon viel früher, schaukelt sich nur 1832 hoch, dass man auf diesem Zoll sozusagen, in dem Zoll alles Unglück dieser Welt sieht. Und es kommt zu dem Hambacher Fest, wo mehr als 30.000 Bürger, vorwiegend übrigens Vorderpfälzer und Winzer, die auf diese alte Kestenburg hochziehen und dann gegen diese Wirtschaftspolitik, aber auch gegen die wenig freiheitliche Politik des bayerischen Königshauses, wo sie ihren Protest anmelden. Das Hambacher Fest geht ja, wenn Sie das so wollen, im Prinzip mehr oder weniger sang- und klanglos aus. Es kommt zur Verhaftung jener, die dieses Fest organisiert haben, die auf diesem Fest hervorgetreten sind, und es folgt sozusagen eine gewisse Grabestille für die nächsten 10, 15 Jahre.
Aber es gibt auch äußere Anstöße über die Zeit, die dann folgen sollte und die ja auch das Thema des heutigen Morgens ist. Das ist die Revolution, die Februarrevolution 1848 in Frankreich und dann im Deutschen Bund sozusagen Nachfolgeaufstände auch in Österreich. Die politischen Strukturen, die werden stark in Mitleidenschaft gezogen. Eigentlich könnte man sagen, das gesamte monarchische System in Mitteleuropa begann ein wenig zu wanken. Deutschland erwacht im Februar, März 1848 ebenso. Wenn ich jetzt sage Deutschland, dann muss ich das etwas genauer sagen. Es geht um den Deutschen Bund, also die Nachfolgeorganisation des mittelalterlichen Deutschen Reiches, die also nach dem Wiener Kongress ins Leben gerufen worden war. Und wenn wir hier auf den Süden uns konzentrieren, können wir feststellen, dass im Februar in Mannheim, Februar 1848 in Mannheim, die Forderung nach Presse- und Meinungsfreiheit groß hervorgetragen wurde. In München fordert man eine neue Landesverfassung und in Wien kommt es zu einem Aufstand. Ich greife jetzt ein bisschen vor, am 20.03. dankt König Ludwig ab und König Wilhelm von Preußen verspricht Reformen. Im Deutschen Bund kommt es zur Versammlung in Frankfurt, zur Versammlung in der Paulskirche und hier tritt eine Nationalversammlung zusammen und die stellt ihre Forderungen auf der einen Seite zu einem geeinten Deutschland, auf der anderen Seite für ein demokratisches Deutschland mit einer eigenen Verfassung und einem gemeinsamen Staat. Die fürstliche Reaktion lässt ja nicht lange auf sich warten. Im Oktober, November 1848 wird Wien von den Truppen des österreichischen Feldmarschalls Windisch-Graetz eingenommen. Robert Blum wird erschossen und gleichzeitig sozusagen im Dezember oder kurz danach kommt es zur Verkündigung und Veröffentlichung der Grundrechte des deutschen Volkes in Frankfurt. Das ist eine ganz bemerkenswerte Angelegenheit, die hier gemacht wird. Es ist sozusagen das erste Mal, dass so für das deutsche Volk so etwas nicht nur gefordert wird, sondern gleich veröffentlicht wird. Was passiert in dieser Zeit in der Pfalz? Die Pfalz ist nicht sozusagen außen vor, sondern in der Pfalz kommt es als erstes im März 1848 zu ersten großen Bürgerversammlungen, und zwar in den Städten Neustadt und Kaiserslautern. Und es kommt zu Forderungen an König Ludwig, die Reichsverfassung bitte schön anzunehmen und eine geänderte Landesverfassung. Im April 1848 kommt es, Im April 1848 kommt es zu Versammlungen zur Gründung des Fuchs- und Vaterlandsvereins mit dem Vorsitzenden Nikolaus Schmidt und 96 Fuchsabgeordnete aller pfälzischen Städte sind an dieser Gründung dieses Vereins beteiligt. Nikolaus Schmidt wird noch eine große Rolle spielen. Er ist ein Kaiserslauterer und er ist einer von den vier oder fünf Persönlichkeiten, die jetzt die nächsten Monate bestimmen sollte. Der Tagungsort dieses Volks- und Vaterlandsvereins war die Fruchthalle in Kaiserslautern, ein Gebäude, das man ja heute noch besuchen kann, gilt als der schöne Saal der Stadt. Und diese Fruchthalle war gerade einige Jahre zuvor, fünf Jahre zuvor, von König Ludwig eingeweiht worden und war auf der einen Seite ein Saal, der für, wie der Name ja schon sagt, eine Fruchthalle, wo man landwirtschaftliche Güter angeboten hat und in den Obergeschossen war eben ein großer Festsaal. Und in dieser Fruchthalle kommt es zur Wahl von 10 pfälzischen Abgeordneten für die Deutsche Nationalversammlung, also jenes Gremium, das in Frankfurt getagt hat. Diese Fruchthalle wird jetzt eine ganz, ganz große Rolle spielen, denn sie ist sozusagen jener Ort, bei dem es zur Radikalisierung dieses Aufstandes kommt. Und diese Radikalisierung wird hervorgerufen durch die Ablehnung der Reichsverfassung durch Bayern. Die Reaktion der Pfälzer war damals eine Fuchsversammlung in Kaiserslautern. Man geht davon aus, dass ca. 10.000 Teilnehmer in der Stadt waren.
Das hört sich jetzt nicht so doll an mit 10.000 Einwohnern, aber Sie dürfen eins nicht vergessen, Kaiserslautern hatte 1849 etwa 5.000 bis 6.000 Einwohner, das heißt fast die doppelte Anzahl von Teilnehmern an dieser Versammlung waren in der Stadt, als die Stadt selbst Einwohner hatte. Und am 2.5. gründet man im Kaiserslautern einen Landesverteidigungsausschuss. Dieser Landesverteidigungsausschuss bezieht sich ganz konkret auf die Pfalz. Und hier wird auch gleichzeitig ein Volkswehrkongress durchgeführt. Und bei diesem Volkswehrkongress wird gesagt, dass der Landesverteidigungsausschuss sozusagen das Oberkommando dieser Volkswehr sein soll. Also beides, der Volkswehrkongress und der Landesverteidigungsausschuss, die treffen sich da und der Landesverteidigungsausschuss wird als das übergeordnete Organ angesehen. Aber was macht dieser Volkswehrkongress? Das ist ganz interessant. Er regelt die Aufstellung und die Organisation von sogenannten Volkswehreinheiten. Diese Volkswehreinheiten, die werden in den Kantonen aufgestellt, also im Kanton Kaiserslautern, im Kanton Neustadt oder im Kanton Annweiler. Jeder Kanton stellt sozusagen eine Einheit auf, eine militärische Einheit, die sozusagen eine neue pfälzische Armee bilden soll. Was ganz auffällig ist, und ich habe mich vor ein paar Jahren mit diesem Thema längere Zeit beschäftigt, das war diese unglaubliche Flut von Anordnungen, Verordnungen, Befehlen, Gegenbefehlen. Also es herrscht da geradezu eine Schreibwut. Wenn man heute in die Gemeindearchive geht, dann findet man im Regelfalle unglaublich viele dieser Verordnungen, die diese Zeit hier prägen. Der Volkswehrkongress bzw. der Landesverteidigungsausschuss, der setzt ganz schnell, macht da sozusagen Nägel mit Köpfen und sie suchen sich sozusagen einen Oberbefehlshaber für diese Einheiten, die man eigentlich jetzt erst aufstellen will. Müssen Sie sich eins bedenken, man trifft sich sozusagen am 1. 2. Mai in Kaiserslautern, beschließt, dass man eine militärische Organisation bilden will und dann sucht man schon einen General sich aus, einen Oberbefehlshaber und man wird sozusagen intern fündig mit dem schweizerischen General Dufour. Aber der wiederum, das wird sich dann später herausstellen, wird gar nicht kommen. Da hat man offensichtlich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Es sind unheimlich viele Befehle, hatte ich Ihnen gesagt, und wenn man dann hier liest, dass jeder waffenfähige, ledige Pfälzer zu diesen Einheiten einberufen werden soll, dann können Sie sich vorstellen, denken Sie vielleicht so an ein ganz aktuelles Beispiel in Russland. Russlands Putin hat ja jetzt auch sozusagen eine Generalmobilmachung oder halbwegs eine Generalmobilmachung befohlen, wonach alle eine ganz bestimmte Anzahl von Menschen sich melden sollen bzw. sollen eingezogen werden. Und das hat natürlich nicht den Gefallen von jedem gefunden, genauso wie es bei Putin heute ist. Es haben doch etliche sich ganz schön geduckt. Das stellt man am 12. Mai noch nicht so fest. Da heißt es ganz einfach, jeder Waffenfähige soll bitteschön zu den Einheiten, die aufgestellt werden, kommen. Hier habe ich Ihnen für die Mobilgarde in Pirmasens den Beschluss mitgebracht, dass jeder waffenfähige, unverheiratete Bürger von 18 bis zum 30. Lebensjahr dort einzureihen habe. Verheiratete können sich freiwillig melden. Immerhin, die sind ausgenommen. Aber jetzt wird es schon ganz schön spannend, wenn Sie unter Paragraph 2 dieses Beschluss sehen, Bewaffnung wird von Seiten des Landesverteidigungsausschusses gesorgt. Für die Bewaffnung wird vom Landesverteidigungsausschuss gesorgt. Das heißt, man stellt Einheiten auf, die haben also in Pirmasens offensichtlich nichts. Und in Kaiserslautern sitzt dieser Verteidigungsausschuss und der sagt, wir sorgen für diese Waffen. Und da stellt sich natürlich relativ schnell die Frage, wo kommen die her? Aber immerhin, man hat ja schon ein Siegel eingeführt für diese
mobile Garden für diese Garden in der Pfalz, und Sie sehen auf der rechten Seite das Siegel des Oberkommandos. Also man hat einen General ausgesucht, der hat schon ein Siegel, und man sagt, dass der Landesverteidigungsausschuss diese Fuchswehrbataillone generell mit Waffen versorgen wird. Stellt sich nur die Frage, wo kriegen die Waffen her? Wer bezahlt die? Womit bezahlt man die? Wie ist das mit diesem General? Und der General, von dem man am 3. Mai angekündigt hatte, dass er käme, da kommt am 8.5., so lang dauert wohl die Post, kommt der Rückschlag, der Schweizer General, er kommt nicht. Das heißt mit anderen Worten, schon die erste Überlegung der Oberbefehlshaber, das ist gescheitert, weil man die Rechnung ohne den Wirt gemacht hat. Man findet aber doch bemerkenswert schnell einen Nachfolger, und zwar einen Österreicher, das ist der Daniel Fenner von Fennerberg. Und der kommt nach Kaiserslautern und fragt natürlich, wie sieht das eigentlich aus, was steht mir zur Verfügung als Oberbefehlshaber, wie viele Einheiten habe ich, wie sind die bewaffnet, gibt es genügend Offiziere, Unteroffiziere und Ähnliches mehr. Und ich habe ihn ja hier hingeschrieben, er findet kaum Soldaten und er findet kaum Waffen vor. Kaum Soldaten hängt damit zusammen, dass der Zulauf nicht so war, wie sich der Landesverteidigungsausschuss das vorgestellt hatte. Und auf der anderen Seite mangelte es auch an Waffen. Jetzt stellt sich natürlich noch eine weitere Frage. Der Landesverteidigungsausschuss, da treffen sich also 10.000 in Kaiserslautern, wählen einen Landesverteidigungsausschuss, und der wiederum stellt eine Armee auf, gibt Befehle heraus und Ähnliches mehr. Wie ist der eigentlich legitimiert? Er hat ja nur, wenn überhaupt, den Rückhalt dieser 10.000, die sich da gesammelt haben. Und das kann ja, ist ja kein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung, sondern allenfalls eine Auswahl. Da kommt dem Landesverteidigungsausschuss etwas zu Hilfe, und zwar kommt der Frankfurter Paulskirchenabgeordnete Eisenstuck nach Kaiserslautern, und der Herr Eisenstuck, dieser Parlamentarier, der sagt, der Landesverteidigungsausschuss, der sei für diese Dinge durch das Paulskirchenparlament oder durch die Beschlüsse des Paulskirchenparlaments abgedeckt. Gut, das ist natürlich wunderbar, aber einen Tag später, ich bin wieder auf der falschen Richtung, einen Tag später wird allerdings der Eisenstuck vom Parlament in Frankfurt wegen Mandatsübertretung zurückbeordert. Mit anderen Worten, Eisenstuck hat eigentlich das gar nicht machen dürfen, was er gemacht hat. Er sagt, Landesverteidigungsausschuss, du darfst, und er dürfte gar nicht dieses sagen. Insofern ist natürlich die Legitimation des Landesverteidigungsausschusses eine etwas, naja, windige Angelegenheit gewesen. Tja, zurück zum weiteren Verlauf dieses Feldschen Aufstandes. Ich habe Ihnen dieses Bild gerne mitgebracht. Friedrich Engels, er war Teilnehmer an diesem Aufstand. Er hat darüber etwas resoniert und meinte, es sei ein merkwürdiger Überfluss an Schleppsäbeln gewesen. Und wenn Sie hier sich dieses Bild betrachten, dann sehen Sie doch eine etwas abenteuerliche Gestalt. Und die Vorstellung, dass er da so in Kampf zieht, das bereitet mir doch ein bisschen Kummer, nicht? Egal wie dem auch sei. Man könnte natürlich auf der anderen Seite sagen, waren es nicht vielleicht eine ganze Menge von militärischen Dilettanten, die da am Werk waren. Und wenn Sie hier sehen, was dieser Verteidigungsausschuss machen soll, er soll einen Waffenkauf organisieren oder sehen, wo sie herkommen, er soll die Waffen sammeln, er soll Kavallerie aufstellen. Es wird Munition benötigt, es muss für Nachschub gesorgt werden. Und wenn Sie ganz unten lesen, dass man irgendwann alle Feldschen Schmiede auffordert, sie sollen Sensen als Waffen umrüsten, also die Sensen gerade biegen, dann erinnert mich das so ein bisschen an das Zeitalter der Bauernkriege zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Also man ist da doch ein bisschen weit entfernt von all dem, was ein Militär wissen sollte. Ein Landstuhler Mitglied des Landesverteidigungsausschusses kam gar auf die glorreiche Idee, er hat Waffen geordert in Belgien und auch bezahlt. Und als diese Kanonen geliefert werden sollten, wurden sie durch
die preußische Rheinprovinz, mussten sie durch die preußische Rheinprovinz angeliefert werden. Die war aber zu dem Zeitpunkt bereits im Kriegszustand mit der Rheinpfalz. Und insofern können Sie sich vorstellen, also wenn ich jetzt Waffen liefere, also das wäre ungefähr so, wenn Polen jetzt mit Russland verbündet wäre und die Ukraine bestellt Waffen in Deutschland, die müssen durch Polen geliefert werden, dann geht das natürlich in die Hose. Und so war das natürlich ganz genauso. Das hatte schon ein bisschen angedeutet, dass die Einberufungsbefehle da nur widerwillig befolgt worden sind. Also der Zulauf war relativ gering. Okay, man hat aber trotzdem Leute gefunden. Es gab ja auch genügend Freiwillige, wenn man das so will. Und jetzt hat man sich dann überlegt, wir müssen sehen, dass wir militärische Fachleute irgendwo herkriegen. Und wo könnte man die am besten herkriegen, militärische Fachleute? Natürlich vom in diesem Raum stationierten Militär. Und man konnte ja in gewissem Maße die Hoffnung haben, dass nicht wenige der Militärs auch den demokratischen Überlegungen zugeneigt sind und vielleicht gewillt sind, zu den Aufständischen überzulaufen. Und so fordert man die Mannschaften, die Unteroffiziere und Offiziere vom Bayerischen Heer, die also vorwiegend in Landau und in Germersheim und in Zweibrücken stationiert ist, zum Überlaufen auf. Man muss allerdings jetzt sagen, dass dieser Aufruf doch nicht ganz so doll war. Wir sind also jetzt am 16. Mai, da wird dieses Flugblatt hier veröffentlicht und Sie sehen da unten wieder die 4, 5 Leute, die wie immer unterschreiben. Sie fordern eben auf, dass man überlaufen soll und bis auf wenige Offiziere und wenige Mannschaften gelingt das eigentlich nicht. Jetzt ist eigentlich noch eine Frage zu stellen oder zu beantworten. Wie organisieren die jetzt ihre Bataillone, ihre Kompanien? Und hier kommt man sozusagen auf einen ganz revolutionären Gedanken. Die Einheiten sollen ihre Führer selbst wählen. Ich muss jetzt allerdings zugeben, ich kenne eigentlich kein einziges Beispiel, wo das wirklich im Laufe der Geschichte relativ gut ausging, wenn die Einheiten ihre Offiziere selbst gewählt haben. Im Regelfalle ging das in die Hose. Also die Einheiten der Revolutionäre wählen ihre Führer selbst und dementsprechend war dann nicht immer unbedingt der Befähigste gewählt worden, sondern der eben die größten Sympathien bei den Mannschaften genoss. Es gibt eine schöne Geschichte, und zwar, jetzt hat man zu wenig Leute, gibt es einen Ausweg, Frauen in der Revolution, und da gibt es zwei Damen. Das eine ist Sie sehen hier auf diesem Bild, sehen Sie einen Freischärler da mit seiner schwarz-rot-goldenen Fahne, und Sie sehen an seiner Rechten sehen Sie eine junge Dame. Da könnte man sagen, also kommt die jetzt nur, um ihn da zu beglückwünschen, dass er da so tapfer kämpft mit seinem Schleppsäbel, sondern gibt es da auch was anderes. Und das Interessante ist, das sind zwei Damen, die ich Ihnen hier so pass pro toto nennen möchte. Das ist Mathilde Hitzfeld aus Kirchambulanten. Die war also recht eifrig mit ihrem Verlobten wohl zugange. Und zweitens eine Nichtpfälzerin, eine aus Nordwestdeutschland, das war Mathilda Franziska Anneke, die ebenfalls mit in die Revolution zog. Aber es bleibt eine Reminiszenz, es sind einige wenige Frauen, die man melden könnte, aber im Großen und Ganzen war das natürlich kein ernst gemeinter Vorschlag. Denken Sie immer dran, am 3. Mai tritt man sozusagen, am 2., 3. Mai tritt man in Kaiserslautern zusammen und am 17. und 19.5., also im gleichen Monat noch, kommt es zur Wahl der provisorischen Regierung der Pfalz. Das heißt, eine übergeordnete Organisationsform wird gewählt, also nicht mehr nur der Landesverteidigungsausschuss, sondern jetzt hat man eine provisorische, demokratisch gewählte Regierung der Pfalz in Kaiserslautern installiert und ich habe Ihnen unten hingeschrieben, eine kurzzeitige Verlegung nach Speyer ist dann noch dabei. Also in Kaiserslautern wird gewählt und dann zieht man um nach Speyer und dann stellt sich natürlich die Frage, warum sind die nicht von Anfang an nach Speyer gegangen? Schließlich war Speyer die Bezirkshauptstadt des Bayerischen Rheinkreises oder der Bayerischen Pfalz und in Speyer war natürlich das
ganze bürokratische die ganze Bürokratie war in Speyer angesiedelt, das Regierungspräsidium war in Speyer, der Regierungspräsident, die Regierungskasse, alles Mögliche. Warum nicht nach Speyer? Ganz einfach, weil Speyer sich sozusagen geschützt sah durch die Festung Germersheim und dann gelingt es doch, sich nach Speyer hinzuverlegen. Kaiserslautern galt als nicht so geeignet, die Stadt war relativ klein, habe ich Ihnen vorhin ja gesagt. Speyer hatte eben all das, was Kaiserslautern nicht hatte, entsprechende Räumlichkeiten. Aber diese Verlegung nach Speyer ist nur, wie gesagt, von kurzer Zeit, weil die Gefährdung durch Germersheim so groß war, dass man sich wieder dann später nach Kaiserslautern zurückführen wird. Am 21.05. erklärt man diese königlich-bayerische Regierung, die immer noch in Speyer sitzt, obwohl man sich ja bereits 3 Wochen vorher in Kaiserslautern da so vehement gegen das Königreich ausgesprochen hatte. Die königlich-bayerische Regierung wird abgesetzt und sie flüchtet in die Festung Germersheim. Mit anderen Worten, die einen gehen, die anderen kommen, aber Germersheim schützt sozusagen die geflüchtete Regierung, andererseits bedroht natürlich Germersheim die ganz nahegelegene Kreisstadt. Deswegen kurz darauf der Rückzug nach Kaiserslautern. Zu Kaiserslautern wäre noch zu sagen, insofern ist die Wahl dieses Platzes ungeachtet der schlechteren Verhältnisse, der räumlichen schlechteren Verhältnisse in der Stadt. Sie liegt natürlich erheblich zentraler in der Pfalz als Speyer, das ja sehr am Rande liegt. Aber das hat man dann wohl doch nicht genügend berücksichtigt. Interessanterweise, und das geht jetzt wieder in diese Richtung, wo ich sagte, dass so unglaublich viele Verordnungen, so viele Befehle und alles Mögliche rauskam, dass man immer, was das Schreiben betraf oder das Drucken betraf, man unglaublich schnell war. Kaum ist man sozusagen in Speyer angelangt, da wird schon das Amts- und Intelligenzblatt der Kreisregierung wird umbenannt in Amts- und Intelligenzblatt Blatt der provisorischen Regierung der Rheinpfalz. Schauen Sie hier, da können Sie das genau sehen. Es sieht genauso aus, es ist haargenau das gleiche Schriftbild wie das ursprüngliche Amts- und Intelligenzblatt der bayerischen Regierung und das heißt eben jetzt der provisorischen Regierung der Rheinpfalz am 22. Mai. Also man ist da unglaublich schlecht. Unglaublich schnell, nicht schlecht natürlich. Jetzt sitzt man also in Speyer und jetzt kommt man natürlich auf die Idee, wenn wir schon in Speyer sind, dann müssen wir sehen, dass wir die Bedrohung von Landau, aber mehr noch von Germersheim sozusagen wegkriegen. Man befiehlt die beiden am besten organisierten Revolutionstruppen, die von Ludwig Plenker geführten Einheiten und die von August Willig geführten Einheiten nach Landau und nach Germersheim. Plenker, Sie sehen hier das Bild von Plenker in der Uniform eines amerikanischen Generals. Er wird nach 1849 in die USA emigrieren und wird dort in den USA ein militärischer Führer, Brigadegeneral der Konföderierten und gelangt dort zu Ruhm und Ehre. Also er kann nicht der Allerschlechteste gewesen sein, aber auch er scheitert vor Landau. Es hängt aber nicht weniger an seiner Feldherrnkunst als vielmehr an dem, was er zur Verfügung hat, an Menschen und Material. Plenker und die Seinen fordern die Soldaten in der Bundesfestung Landau auch auf zum Überlaufen, aber das gelingt nur in ganz wenigen Ausnahmefällen. Auf jeden Fall scheitert er vor Landau und Willig scheitert vor Germersheim. Das Ergebnis ist ein ganz interessantes. Das Ergebnis ist, dass der Oberbefehlshaber, der Österreicher, hatte ich Ihnen am Anfang gesagt, hier ein Bild von ihm, der Fenner von Fenneberg, er verliert seinen Posten als Oberbefehlshaber und Chef des Generalstabs des Pfälzischen Volksheeres und er geht und praktisch 2-3 Tage später hat man dann schon einen neuen Oberbefehlshaber, François Schneider, vielleicht auch Schneider, das ist nicht so ganz klar, ein Pole. Und über den haben die Zeitgenossen gesagt, er liebte Messer und Gabel mehr als den Säbel. Es war ein schon älterer Herr.
Er war in der Zeit der Aufstände der Polen gegen die zaristischen, gegen das zaristische System. Als junger Mann war er zu gewissem Ruhm gekommen, aber jetzt war er ein älterer Herr und wie gesagt, Messer und Gabel statt Säbel. Es kommt dann, wie es kommen muss. Es gibt natürlich jetzt relativ schnell Widerstand gegen die Maßnahmen der provisorischen Regierung. Die Regierung hat, also die provisorische Regierung, hat ja eine Menge Forderungen gestellt an Menschen, an ihren Geldbeutel und ähnliches mehr. Und so kommt es zu einem gewissen Widerstand relativ schnell in Neustadt, in Zweibrücken. Und man fordert am 1. Juni eine von allen und eben nicht nur von Teilen der Bevölkerung gewählte Regierung. Eine interessante Sache. Und das ist eine innerpfälzische Opposition, die ist aber eigentlich weniger zu berücksichtigen, aber es gibt eine außerpfälzische Opposition und die ist natürlich wesentlich stärker zu berücksichtigen. Man muss ja immerhin bedenken, zwischen dem 1. und dem 30. Mai etwa, also innerhalb von 4 Wochen, wandelt sich sozusagen das politische System oder das, was die Bevölkerung will, vollkommen. Und da steht ja auf der anderen Seite, haben wir ja natürlich den bayerischen König und wir haben auf der anderen Seite auch die Herrscher, die in Baden sitzen, die in Württemberg sitzen, die insbesondere in Preußen sitzen. Jetzt haben wir natürlich Preußen erwähnt, da muss man immer bedenken, heute ist für uns ja Preußen eine Sache, die weit, weit weg ist, da in Richtung Brandenburg, Richtung Ostpreußen, sondern Preußen ist ja seit 1816 sozusagen der direkte Nachbar der Pfalz. Wenn Sie noch in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts mit Personen gesprochen hätten, die in Lauteringen gewohnt hätten und die wollten nach Krumbach auf die andere Seite des Glans, dann hätten die sicherlich gesagt, wir gehen hinüber ins Preußische. Das heißt, die preußische Rheinprovinz geht im Norden direkt an die Grenze von der bayerischen Pfalz. Und so kommt es zu folgender Geschichte, da oben ist ein Fehler drin, dass in der ersten Junihälfte 1849, genau am 4.6., der bayerische König das Königreich Preußen, den König von Preußen, um Hilfe bittet und einen gemeinsamen Operationsplan vorschlägt. Dauert dann noch ein paar Tage und dann erklärt Prinz Wilhelm von Preußen den Kriegszustand. Und diese Erklärung des Kriegszustands in der Rheinpfalz bedeutet, dass preußische Truppen sozusagen zusammen mit bayerischen Truppen diesen Aufstand niederschlagen sollen, wie es dann so schön heißt, Ruhe und Ordnung wiederherstellen. Das Problem ist natürlich jetzt folgendes, sieht man jetzt von den Truppen ab, die sozusagen in Landau und in Germersheim eingeschlossen sind, sozusagen von den Revolutionären umringt, dass es überhaupt keine bayerischen Truppen in der Pfalz gab und Bayern ja zu der Exklave Pfalz erstmal durch das Königreich Württemberg oder durch Teile von Baden hindurchmarschieren musste, um überhaupt in die Pfalz zu gelangen, während umgekehrt von Saarbrücken her, preußische Rheinprovinz, oder von Bad Kreuznach her, auch preußische Rheinprovinz, natürlich preußische Truppen wesentlich schneller in diesen Raum hineinkommen konnten. Ich habe Ihnen das hier auf einer Karte gezeigt. Sie sehen die beiden blauen Pfeile. Also der Pfeil von Norden ist also von Bad Kreuznach und der Pfeil von links nach rechts, also von Westen, das ist der Pfeil, der aus dem Saarland kommt, aus dem heutigen Saarland. Und dass man jetzt hier eine ganz andere Organisationsform hat, das mag Ihnen ein Bild zeigen, und zwar ist das die praktisch das gesammelte preußische Korps, also die Divisionen der Preußen, die hier aufgeboten sind. Und wenn Sie dann an die Fuchswehrbataillone denken, die dann mit geraden Sensen und mit wenigen Gewehren und mit relativ wenig Munition ausgestattet sind und denen es an
Unteroffizieren und Offizieren, Ausgebildeten mangelt. Und dann kann man sich vorstellen, dass sich im Prinzip in dem Moment, wo ein solcher wohlausgebildeter und disziplinierter Militärblock kommt, dass dann sich eine Niederlage im Prinzip abzeichnen muss. Von den Bayern habe ich hier noch gar nicht geredet. Es dreht sich also hier nur um die beiden Vorstöße der Preußen. Und die Preußen rücken auch relativ schnell vor. Die Niederlage, die sich abzeichnet, beginnt im Westen. Am 14. Juni sind die Preußen schon in Homburg. Müssen Sie immerhin denken, am 14. erklärt der Preuße den Kriegszustand und am gleichen Tag sind die Preußen schon in Homburg. Von Saarbrücken nach Homburg. Homburg ist damals, was man heute als Saar-Pfalz-Kreis bezeichnet, vom Saarland, ist natürlich Teil der Bayerischen Pfalz. Homburg fällt am 14. Juni an die 2. Preußische Division. Die Aufständigen wehren sich überhaupt gar nicht, sondern sie fliehen in Richtung Kaiserslautern. Und jetzt kommt eine Geschichte, ich hatte vorhin Kaiserslautern erwähnt, dass es hier zentral liegt. Und dieser Westvorstoß ist im Prinzip sozusagen im Verlauf der heutigen Autobahn 6 oder früher der Kaiserstraße zu sehen, die von Metz, Saarbrücken, Kaiserslautern dann in Richtung Mainz, Frankfurt führt. In diese Richtung ist der Westvorstoß zu sehen. Und gleichzeitig kommt es von Norden auch in Richtung Kaiserslautern. Ein Vorstoß, der über den Glan hinweg, Lauter-Eggen-Wolfstein und durch das Lautertal in Richtung Kaiserslautern führt. Also von zwei Seiten sozusagen in das Herz der Pfalz, in die Kaiserslauterer Senke, marschieren diese preußischen Divisionen vor. Die 2. und die 3. Division also auf dem Vormarsch nach Kaiserslautern. Und dass Homburg so schnell in die Hand der Aufständischen gefallen war, lässt sich ja vielleicht noch durch die Nähe zum Raum Saarbrücken erklären. Aber der Vormarsch von über Lauter-Eggen-Wolfstein in Richtung Kaiserslautern ist, was die Straßenverhältnisse betrifft, relativ schwierig. Und so hat selbst der Landesverteidigungsausschuss und die Regierung damals festgestellt, das ist doch irgendwie nicht möglich, dass das so schnell geht. Und sie schreiben dann so schön, das Lautertal sei durch die fast unglaubliche, von ihren eigenen Leuten, Unfähigkeit und Feigheit aufgegeben worden. Lässt natürlich tief blicken. Und jetzt ist Kaiserslautern der Sitz der provisorischen Regierung. Man war ja von Speyer wieder zurückgekehrt. Relativ klar, dass es sehr stark gefährdet ist. Und am 14. Juni wird Kaiserslautern geräumt. Geräumt ist jetzt ganz gut. Wie machen die das? Man zieht sich zurück. Es gibt dann nur noch zwei Möglichkeiten. Man kann praktisch in Richtung Neustadt Mannheim ausweichen oder man weicht aus nach Süden in Richtung Annweiler-Landau. Gut. In Richtung Neustadt, da gab es schon teilweise die Ludwigsbahn, das ist insofern ganz interessant, erzähle ich immer ganz gern. Es wird berichtet, dass Teile der Revolutionsregierung mit Hilfe der Ludwigsbahn sich in die Vorderpfalz oder in der Vorderpfalz bewegt hätten. Der preußische Vormarsch von Nord, der hat auch noch eine zweite Komponente. Es gibt also einmal den Vormarsch durch das Lautertal von Lauter-Eggen nach Kaiserslautern. Und es gibt eine zweite Vormarschroute, die etwa von Bad Kreuznach, also praktisch an Rheinhessen vorbei, in Richtung Kirchheim-Bolanden, also im Vorfeld der Rheinebene, vorwärts führt. Und hier trifft man auf das rheinhessische Korps und von dem sagt Fenner von Fenneberg, es sei das einzige regelmäßig organisierte und bewaffnete Korps gewesen. Also die hätten genügend Leute gehabt und hätten auch genügend Waffen gehabt, um sich gegen die Angreifer zu erwehren. Hier sehen Sie diese Karte nochmal, also der Pfeil von links nach rechts, also das ist also dieser Vorstoß auf Kaiserslautern und dann eine zweite Linie, das ist die Linie in Richtung Kirchheim-Bolanden, die von oben nach unten kommt. Und in Kirchheim-Bolanden kommt es zu einem Gefecht, zu einem größeren Gefecht. Da gibt es heute noch ein Denkmal, das sie zu Ehren der Gefallenen in den Jahren
um 1870 neu errichtet haben. Dieses Denkmal steht heute noch für 14 gefallene Freischärler. Außerdem gibt es noch 3 verwundete Preußen. Jetzt könnte man natürlich auf der anderen Seite sagen, naja, 3 verwundete Preußen und 14 gefallene Insurgenten, das ist natürlich aber auch Ausdruck einer Geschichte, die doch ein bisschen was gegen die Überlegung von diesem kampfkräftigen rheinhessischen Korps spricht, denn eigentlich war es eher ein Gefecht, das per Zufall zustande kam. Offensichtlich hatten die Gefallenen, diese 14 Gefallenen und ihre Kameraden, die überlebt haben, nicht rechtzeitig vom Rückzugsbefehl erfahren und waren zurückgeblieben. Und deswegen kam es dort zu einem etwas größeren Gefecht, bei dem die Preußen 14 dieser Freischärler sozusagen töten. Was passiert aber mit den anderen Truppen, also die nicht über die Eisenbahnroute, also über Neustadt in die Richtung Vorderpfalz gehen? Das sind die, die sich sozusagen von Kaiserslautern nach Süden bewegen, in Richtung Wilgertswiesen-Rinnental. Da kommt es am 17.06. zu einem Scharmützel bei Rinnental. Und dort sind die Zurückgezogenen in Stellung gegangen, also praktisch an den Talausgängen des Wellbachtals. Und sie versuchen dort, die Preußen aufzuhalten. Willisch, das war einer der etwas besser ausgebildeten Führer der Revolutionäre, der hat versucht, einem Befehl zu folgen, den der Oberkommandierende gegeben hat, eine Art Bergkrieg anzufangen. Der Bergkrieg ist natürlich gemeint, so eine Art Partisanenkrieg gegen die Preußen, die ja im Waldgebiet nicht ihre volle Kraft so entfalten könnten, weil es an Straßen und freiem Feld mangelt. Und er kriegt diesen Befehl zwar, aber im Endeffekt passiert nicht allzu viel. Und diese Stellung bei Rinnental, die ja immerhin mit bald 1500 Mann besetzt gewesen sein soll, da kommt es zu einem Scharmützel. Es gibt 8 Gefallene auf der Seite der Freischärler und 2 auf Seiten der Preußen. Wenn wir das jetzt also mit den 14 anderen betrachten, die bei Kirchambulanten gefallen sind, dann sind wir bei 22 Leuten und da sollen noch ein paar dazukommen. Es gibt noch das Gefecht von Ludwigshafen. Das sind die Freischärlertruppen, die sich in Richtung Ludwigshafen zurückgezogen haben, also entlang der Bahnlinie sozusagen. Aber Sie müssen immerhin eins bedenken, wenn ich jetzt Ludwigshafen sage, denken Sie an eine große Stadt. Es dreht sich um Rheinschanze. Das ist also der Endpunkt der Bahnlinie und diese Rheinschanze, die hat damals nur einige wenige Häuser gehabt und einige Lagerhäuser und da kommt es zu einer Stellung der Freischärler, die sich sozusagen in diesen paar Häusern verbarrikadieren und hinter ihnen ist ja die Rheinbrücke, das ist keine feste Brücke, über die kann man dann später, oder die hat man sich sozusagen auserkoren, dass man auf die andere Rheinseite geht, nach Baden. Und man flieht auch nach 2-stündigem Gefecht über diese Rheinbrücke und die Verluste der Preußen sind 3 und 2 Verwundete, also 3 Tote, 2 Verwundete und 17 Aufständische sind gefallen. Alle anderen können ins Rechtsrheinische fliehen, das heißt nach Baden. Das Fliehen nach Baden ist insofern ganz interessant, weil ja in Baden dieser Aufstand, der ja gleich zur gleichen Zeit auch in Baden läuft, und in Baden hat der badische Aufstand eine ganz andere Qualität als im pfälzischen Raum. Dort ist tatsächlich das badische Militär auf die Seite der Revolutionäre gegangen und die Badener verteidigen sich in der Folgezeit ganz schön heftig. Und dabei sind dann auch pfälzische Aufständische, die dort sozusagen in die Endphase der wirklich schweren Kämpfe geraten. Hier auf Ihrem Bild sehen Sie jetzt Rheinschanze und dort können Sie erkennen, dass es wirklich nur ganz, ganz wenige Häuser waren und die Truppen der Freischärler, die sich dort verbarrikadiert hatten, konnten also nur 2 Stunden lang sozusagen dem Angriff der Preußen standhalten. Es kommt zu einem Bombardement
von Ludwigshafen durch die Preußen, also die 2 Stunden. Und Sie sehen hier auf diesem Bild, wie sich die Soldaten der provisorischen Regierung der Pfalz über den Rhein zurückziehen. Und dann kommt es auch zu Bränden in Ludwigshafen selbst durch dieses Bombardement. Aber dieses brennende Ludwigshafen, das ist natürlich auf diesem Bild ein bisschen arg übertrieben dargestellt. Bei 15 Häusern kann der Brand nicht so doll gewesen sein, wie er da zu sehen ist. Das Interessante ist jetzt, dass die Reste der Pfälzischen Volkswehr, das waren ca. 6.000 Mann, die gehen am 18. Juni über den Rhein bei Knielingen, das sind die allerletzten, und zusammen mit den bei Ludwigshafen über den Rhein gegangenen schließen sie sich, wie vorhin schon gesagt, der badischen Armee an. Dieser badischen Revolutionärarmee an. Das ist am 18. Juni und sie sollen dann noch im Prinzip für die nächsten etwas mehr als 4 Wochen auf Seiten ihrer badischen Kameraden gegen die fürstlichen Truppen kämpfen und sie werden dann am 23. Juli sozusagen bei der Kapitulation in Rastatt in die Gefangenschaft gehen. Das ist im Prinzip alles, was ich an einem militärischen berichten kann, es ist ja eigentlich wenig. Was bleibt eigentlich übrig? Es sind rund 50 gefallene Aufständische und die Bayern, die kommen im Prinzip in Oppenheim an, als die Kämpfe in der Pfalz mehr oder weniger schon beendet sind. Es gibt dazu einige Memoiren von Staroste, Tagebuch über die Ereignisse in der Pfalz. Der Fenner von Fenneberg schreibt über die Geschichte der Revolution, aber alle kommen zu einem Ergebnis, das doch recht armselig ist, nicht? Also dass das Militärische betrifft. Und dass man irgendwie relativ schnell eigentlich auch zur Tagesordnung überging, kann man vielleicht an einer Sache erkennen, dass Neustadter Bürger, dem bayerischen König, das Hambacher Schloss, das er bereits 1832 sozusagen als Symbol gegen diese Königsherrschaft eine Rolle gespielt hat, ausgerechnet an das bayerische Könighaus schenken. So bleibt eigentlich nur noch eins dann sozusagen zum Abschluss zu erzählen, dass Friedrich Engels in seinem Buch Reichsverfassungskampagne etwas über die Pfälzer geschrieben hat. Warum hat er was über die Pfälzer geschrieben? Er war in dem Freikorps des Herrn Willich, war er Adjutant und Adjutant des Willich und er hat also sozusagen diesen Kampf um die Pfalz gegen die Preußen, diese 4 Wochen, die hat er also hautnah erlebt und er hat dann etwas geschrieben, was eigentlich die Sache vielleicht ein bisschen illustriert. Er sagt, die Pfälzer seien weniger revolutionär gewesen, denn Freunde der Kneippfreiheit und sie seien fidele Schoppenstecher. Macht die Pfälzer vielleicht nicht ganz unsympathisch, würde ich mal sagen, aber als Revolutionäre hat er ihnen im Prinzip sozusagen die Befähigung abgesprochen. Auf der anderen Seite muss man auch eins sehen, es war mit Sicherheit nicht ganz einfach, sich sozusagen gegen eine etablierte Königsmacht zu erheben. Wer macht sowas schon gerne? Und wenn es dann gefährlich ist, dann sind dann halt viele nicht bereit, sozusagen weiterhin den Kopf hinzuhalten. Aber es gab genügend Wohlmeinende, die geglaubt haben oder die davon überzeugt waren, dass sie das machen müssen. Und ich denke, sie waren durchaus demokratisch gesinnte Revolutionäre und wir sollten sie eigentlich in unserem, in unserem Betrachtung der Geschichte nicht so einfach vergessen, trotz der Ausdruck von Friedrich Engels, Schuppenstecher. In diesem Sinne danke ich Ihnen. Er sprach von fidelen Schuppenstecher noch so nebenbei, so am Rande. Falls irgendjemand was wissen will. Ja. Ich habe 2 Fragen. Ja. Ja. Ich habe noch ein Mikrofon, sonst könnt ihr draußen nichts hören. Dankeschön.
Sie haben damals in Ihrem Vortrag über die Pfälzische Ludwigsbahn meines Wissens erwähnt, die Revolutionäre hätten die Bahnstrecke, ja, wie soll ich sagen, beschädigt oder benutzt. Benutzt, ja, benutzt. Das haben Sie vorhin gesagt. Ja. Ich hatte damals so den Eindruck gehabt, die haben die Strecke beschädigt. Habe mir gedacht, um vielleicht den bayerischen oder preußischen Vormarsch dadurch zu unterbinden. Aber wenn Sie es selber benutzt haben, dann ist das die Frage hinfällig. Keine Beschädigung, die haben Sie also genutzt. Insbesondere das Stück von Neustadt nach Ludwigshafen, das war schon länger fertiggestellt. Das Stück von Kaiserslautern in Richtung Neustadt war vielleicht fertig oder in Teilen nur fertig, also zumindest sie wurde benutzt. Waren praktisch die ersten Fahrgäste. Ja, genau. Ja. Zweite Frage, die Divisionsstärke der Preußen, wie viel Mann müssen wir uns da vorstellen? Oh, wir können es durchaus so um die 10.000 Mann vorstellen. Ah, 10.000 Mann, also. Ja. Gut, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, erstmal möchte ich bei Herrn Kelligkeit bedanken für den interessanten Vortrag über die Pfälzische Revolution, der Schoppenstecher. Die Revolution, hat mir gefallen, der Name. Aber Sie können hier noch Fragen stellen. Vielleicht gibt es noch einen oder den anderen, der noch eine Frage stellen will. Bitte. Wer war jetzt zuerst? Sie? Nehmen wir mal die Damen zuerst. Ja, zunächst also. Vielen herzlichen Dank für den hochinteressanten und auch anregenden Vortrag. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, du hast am Anfang gesprochen, oder konnte das lesen, der Deutsche Bund und Österreich, aber Österreich war ja ein Teil des Deutschen Bundes. Ja, ich habe das deswegen so ein bisschen getrennt, weil Österreich ist sozusagen eine Macht an sich. Der Deutsche Bund ist eigentlich in seinen Teilstaaten überhaupt nicht machtvoll und ich habe sie also rausgenommen, weil im Prinzip, gut, Sie haben vollkommen recht, der Österreich ist Teil des Deutschen Bundes, ist aber sozusagen eine Macht an sich, ist die Hauptmacht in diesem Deutschen Bund. Der Deutsche Bund, der Rest davon ist eigentlich, sieht man von Preußen ab, eher zu vergessen, auch die Bayern. Ja. Das hören die zwar nicht gern, ist aber so. Okay. So, da hinten war noch eine Frage. Auch drei. So, okay, ich hätte zwei Dinge. Erstens mal, nachdem Sie uns ja hier erläutert haben, welche Farce das im Grunde genommen gewesen ist, die abgelaufen ist. Also militärisch wohlgemerkt, nicht das andere, das meine ich damit nicht. Also ja, auch in anderen Bereichen könnte man das dezidiert angehen. Wie sieht es aus, wie würden Sie die Wertigkeit des Hambacher Festes, das ja hier immer wieder zitiert wird, Hambacher Demokratie, Hambacher Schloss, Hambacher Fest, sieben Pfeifer Wirt, wir haben jetzt auch ein Graffiti Richtung Bahnhof an der Unterführung. Wie würden Sie die Wertigkeit in dem Kontext des Hambacher Festes sehen, auch die Effizienz des Hambacher Festes? Naja, das ist die eine Geschichte. Also wenn Sie in den letzten Jahren, gibt es doch eine ganze Menge Stimmen, die also das Hambacher Fest nicht so hoch hängen, wie die Pfälzer es gerne machen. Mhm. Das ist also eigentlich mittlerweile, ich will nicht behaupten Konsens, aber zumindest gibt es diese Stimmen, die es in den 50er, 60er Jahren so nicht gab. Man hat also immer Hambach, der Hort der Demokratie, während man heute doch schon so ein bisschen zurückhaltender ist und sagt, dass also hier zum Beispiel diese wirtschaftlichen Dinge eine viel größere Rolle gespielt haben als politische Überlegungen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich hier, das müssen wir auch mal klar sehen, im Pfälzischen Raum oder eigentlich in Deutschland so viele demokratische Bestrebungen nicht. Deswegen hat man sich natürlich auch gerne in der Nachkriegszeit ganz stark auf Hambach kapriziert, was man aber auch schon in den 20er Jahren gemacht hat. Also von Seiten der Liberalen ist Hambach eigentlich immer hochgehalten worden. Ja, ich erwähne es deshalb, weil Sie haben ja den fidelen Schoppenstecher hier, das Zitat von Engels, gebracht. Und von Heinrich Heine gibt es ja entsprechende Äußerungen zum Hambacher Fest, die auch nicht viel freundlicher ausfallen und sich in dieselbe Richtung gehen. Es ist halt wie immer, man hat... Naja, die Wertung hängt auch so ein bisschen von den Außenverhältnissen ab. Wenn man dann schon, also was weiß ich, immer so ein bisschen im Schatten der anderen demokratischen Staaten steht, dann ist man natürlich schnell geneigt, die Dinge, die in Richtung Demokratie gehen, dann auch etwas zu überhöhen, damit man wenigstens etwas hat. Okay,
noch kurz nachhaken. Nach 48, also nachdem das gescheitert war, gab es da irgendwelche Strömungen, ich will jetzt nicht von Untergrundbewegung oder sowas sprechen, da gab es irgendwelche Gruppen, Netzwerke? Also Untergrund ist mir eigentlich nichts bekannt. Was man vielleicht in dem Zusammenhang sehen muss, das Verhältnis zwischen, wird das nächste Mal ja kommen, das Verhältnis zwischen den Altbayern, sage ich jetzt mal, also jenen, die in München da sitzen und jenen, die hier in Speyer sitzen, das war ja immer ein wenig ambivalent. Und insbesondere in den 20er, 30er und 40er Jahren war das Verhältnis angespannt. Mit der Reichsgründung von 1871, spätestens dann, vielleicht sogar schon früher, oder nach dem Bau der Ludwigsbahn, beginnt hier ein gewisser wirtschaftlicher Aufschwung. Es kommt die Industrialisierung und es geht aufwärts. Das heißt, die Pfalz, die Abkehr der Pfalz vom reinen Agrarstaat hin zu einer industrialisierten Region bringt einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung mit sich, einen gewissen Wohlstand und auch die, zum Beispiel die Auswanderung, das ebbt ja nicht schlagartig, aber ebbt stark ab und insofern kommt es auch zu einer Art Aussöhnung mit Bayern und es kommt, wird Kollege Paul ja drüber sprechen, mit dem Prinzregenten Luitpold zum ersten Mal eigentlich zu einer Gestalt aus Bayern, die man hier in der Pfalz hochhält. Also insofern denke ich mal, diese Aussöhnung mit Bayern, gleichzeitig der wirtschaftliche Aufschwung, der hier zu verspüren ist, der lässt dann also sozusagen eine mögliche Widerstandsbewegung sozusagen im Sande verlaufen. Außerdem vergessen Sie eins nicht, die maßgeblichen Gestalten dieser 48er Revolution sind im großen Stil ausgewandert, sonst wohin, die bleiben hier nicht in der Gegend. USA, ja. Letzte Frage oder letzte Anmerkung. Es gibt ja Frankreich und es gibt ja den Traum vom Rhein als Grenze. Und während dieser revolutionären Phase gab es da irgendwelche Reaktionen, Hoffnungen, Träume der Franzosen, vielleicht wieder antreten zu können in Richtung Rhein? Also der Drang der Franzosen zum Rhein, der bestand ja noch bis 1945, wenn man das so will, oder 48. Dass er vollkommen weg war, glaube ich ja jetzt in dem Zusammenhang eher nicht, aber zusammen mit der Revolution, dass es da französische Überlegungen gab, das ist mir nicht bekannt, also wüsste ich nicht. Okay, das war's. Ja, meine Damen und Herren, noch eine Frage. Oh, da vorne nochmal zwei. Wer war der Erste? Die Dame nehmen wir mal. Da würde ich gerne doch noch was dazu sagen, was eben da gefallen ist, ist mit dem Schoppenstecher. Ja. Das verniedlicht es etwas und ich denke, das ist doch eine große, mutige Leistung von den Leuten, die da überhaupt angefangen oder die das initiiert haben, um das wirklich auch, wenn man das in die deutsche Demokratiegeschichte jetzt in einem großen Kontext, im großen Zusammenhang sieht. Also ich denke, wir heute profitieren von diesen Leuten, die mutig gewesen sind, Schritt für Schritt. Demokratie, das sieht man ja weltweit, Demokratie kommt nicht von jetzt auf dann. Und eine gewisse Grundbereitschaft da ist, sich dem zu öffnen, finde ich ganz, ganz wichtig. Auch diese Leistung dieser Mutigen, die wussten ja, dass dann Preußen da ist, dass Bayern da ist, Germersheim und Landau, die Soldaten da sind. Dieser Mut, überhaupt was zu initiieren, dass man sich da zusammenfindet und auch etwas beginnt, die waren ja auch nicht blöd, um das mit salopp zu sagen, sondern was beginnt, was wahrscheinlich scheitert überhaupt, aber auch mal als Initialzündung für Kommendes. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, das nicht abzutun, weil Sie das da hinten so ein bisschen salopp mit dem Schoppelstecher und so eine Farce, es war für mich war es eben keine Farce, sondern das ist das, worauf wir eben auch stolz sein können, genau, dass es Leute gab, die den Mut hatten, die sich zusammengefunden haben. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Man muss natürlich jetzt zweigeteilt sehen. Auf der einen Seite ist natürlich dieser Mut oder diese Überlegung. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch eins ganz klar sehen, die Umsetzung dieser Überlegungen oder den Mut, den ich jetzt hier irgendwo am Biertisch aufbringe, was man alles machen könnte, und dem, was man dann tatsächlich, wie man das umsetzt, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und dementsprechend hat der Engels das ja wohl auch gemeint, sie seien weniger Revolutionäre als
fidele Schuppenstecher und er führt dann an, als erstes hätten sie die Kneippfreiheit eingeführt. Also die Umsetzung, die war, ich drücke es mal so aus, in gewissem Maße von Seiten der Führer verantwortungslos. Man schickt also Leute ohne Waffen, ohne Ausbildung in einen Kampf gegen Militär. Das ist mutig, ohne Zweifel irgendwo, aber eigentlich auch verantwortungslos. Und also diese Umsetzung, das war vom Militärischen her gesehen überhaupt nichts. Und von der Verantwortung der Führer, darüber lässt sich aber wirklich streiten. Dass es vorher eine gute Überlegung war und ohne Zweifel, klar. Darauf kann man eigentlich auch stolz sein, dass es überhaupt Leute gab, die sich darüber bei uns Gedanken gemacht haben. Das ist richtig. Aber wie gesagt, die Sache als solche. Also. Sie sagten gerade, man schickte Leute ohne eine gescheite Ausbildung wahrscheinlich gegen Militär. Hatten die wirklich keine Ausbildung? Ich meine, wenn man sich vorstellt, eine ungeschmiedete Sense, ja. Da ist man im Bauernkrieg auch schon mit losgezogen, aber das war ein paar Jahrhunderte früher. Das war ein paar Jahrhunderte früher. Haben die wirklich, gibt es da irgendwas drüber, dass man nur gesagt hat, also hier hast du jetzt eine Sense oder hast du also, da steht der Feind und jetzt los. Also, ich mein, ja, es gibt also im Prinzip, die werden, also man kann das ja an diesen, an diesen Befehlen und Aufforderungen sehen, die sagen, jeder, der eine Waffe hat, soll sie mitbringen. Sie bringen ihr Jagdgewehr mit, so eine Buckflinte, zwei verschiedene Kaliber. Und dann haben sie schon Pech gehabt im Prinzip, wie wollen sie die versorgen? Und das sind also, im Prinzip sind das alles Behelfe. Richtig, man hat gehofft, dass das bayerische Militär in der Festung Landau, dass die in Scharen überlaufen und man an diese dort gelagerten Waffen und die Munition kommt. Nachdem das gescheitert war, war die Sache eigentlich endgültig erledigt. Man hatte am Anfang nichts. Das, was man bestellt hat, ich hatte Ihnen ja das Beispiel des Herrn Dittier gebracht, aus Landstuhl, der Kanonen bezahlt und die werden dann über das preußische Gebiet angeliefert. Die Preußen waren dann vor, haben sie Kanonen umsonst gekriegt. Das sind also so Dinge, die, naja gut, das mag jetzt in der Unfähigkeit von einer Person liegen, aber es wirft ein bezeichnendes Bild, wie das eigentlich abläuft. Also das, was man an Waffen hat, ist A, wenig, B, sehr heterogen und die Munitionslage ist ganz schlecht. Ich meine, es ist ja auch nicht damit getan, dass man jemandem eine Waffe in die Hand gibt und sagt, der muss damit umgehen können. Wie gesagt, ja, und da haben wir auf der anderen Seite. Ja, schauen Sie, und da haben Sie im Prinzip das, ich sagte ja, im Prinzip kommt der Beschluss am 3. Mai und am Ende Mai ist die Sache schon erledigt. Oder meinetwegen Anfang Juni, das ist jetzt egal. Also es sind 5 Wochen und in 5 Wochen können Sie dann mal eine Notausbildung machen. Aber die sollen sofort kämpfen. Da hinten. Noch eine Frage? Ja. Nochmal hier. Ich denke, dass das wohl auch so etwas wie der Mut der Verzweiflung gewesen ist. Und das kennt man ja auch von anderen Aufständen in der Weltgeschichte, denke ich mal, die vielleicht auch mehr oder weniger gescheitert sind im Moment, momentan. Und dann stellt sich mir die Frage, was wäre denn für die Leute eine realistische, zu der Zeit machbare Initiative gewesen? Weil ich meine, im Nachhinein ist klar, sagt man, die waren schlecht ausgebildet oder gar nicht, die hatten keine Waffen. Was wäre aber jetzt mit diesen Emotionen und in dieser Not, was wäre eine gangbare, realistische Alternative gewesen, die man ihnen hätte ernsthaft raten können in dieser Zeit? Also wenn ich das so in Revue passieren lasse, was ich da so alles gelesen hatte, im Endeffekt war es eigentlich so, eine militärische Auseinandersetzung mit Preußen, Bayern, meinetwegen noch mit Württembergern oder sowas, die war nicht zu machen, das in der Kürze der Zeit. Die politische Manifestation ist eines und das Umsetzen ins Militärische, die Radikalisierung, zumindest die verbale Radikalisierung, die hat eigentlich nur Unglück über die Leute gebracht, weil im Prinzip war nach 2 Wochen die Sache erledigt, nach 3. Dass man das politisch manifestiert, prima. Aber in der Situation eine Umsetzung, anders sieht die Sache in Baden aus, dort geht das Militär im großen Stil zu den Aufständischen über, da kann man sich wehren. Aber hier, ja,
Das gab ja die Forderung an den Willisch, hat einer gesagt, Partisanenkrieg sollte man machen, aber noch nicht mal in Ansätzen erkennbar. Ja, aber auch bei Partisanenkriegen gebraucht man Waffen. So, ich glaube, die Frage Freude ist vergangen. Ich bedanke mich nochmal bei den Fragestellern und bei Herrn Kedigkeit für den heutigen Vortrag und lade Sie ein, am 19. November uns nochmal zu besuchen. Da wird der Luitpold-Kult vorgetragen. Am 6. November. Der Luitpold-Kult, vortragend ist Herr Paul. Und angeregt ist der Vortrag hier aus den Zuhörern gewesen vor einem Jahr. Ja, ich bedanke mich. So, dann, ja.